Willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man den linearen Mittelwert einer Funktion berechnet. Das haben wir bereits gelernt und hier nochmal zur Erinnerung kurz die Formel dafür. Denn Ziel für dieses Video ist es, den linearen Mittelwert einer Sinusschwingung zu berechnen. Und wir sehen hier im nächsten Fenster des Arbeitsblattes folgendes Beispiel. Wir haben hier die Funktion f von x ist gleich Sinus x gegeben und wir sollen nun den linearen Mittelwert dieser Funktion im Intervall 0 bis pi berechnen. Versuch das zunächst bitte wieder alleine und pausiere dazu das Video. Gut, also wenden wir unsere Formel für den linearen Mittelwert an. M ist gleich 1 durch b minus a mal den bestimmten Integral von f von x von a bis b. Das heißt, die Intervallsbreite, also b minus a, ergibt in unserem Fall genau pi. Das heißt, wir haben m ist gleich 1 durch pi mal von 0 bis mal dem bestimmten Integral von Sinus von x von 0 bis pi. Nun berechnen wir zunächst das unbestimmte Integral von Sinus x, dann erhalten wir 1 durch pi mal minus Cosinus von x und haben noch angemerkt, die Intervallsgrenzen von 0 und pi. Wenn wir nun in den Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung einsetzen, das heißt Obergrenze minus Untergrenze, dann erhalten wir 1 durch pi mal minus Cosinus von pi mal minus Cosinus von 0. Cosinus von pi ist genau minus 1, das heißt wir haben minus 1 ist 1 und Cosinus von 0 ist genau 1. Das heißt, insgesamt erhalten wir 1 durch pi mal 1 minus minus 1, also 1 plus 1, also 2 durch pi und das ist ungefähr 0,636. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.